Hallo. Wir haben wieder die Finastivet-Box. Genau. Weihnachtsedition. Sind wir mal gespannt, was drin ist. Leider wird ziemlich viel auf Instagram gespoilert. Dementsprechend wissen der Papa und ich oft schon, was drinnen ist. Ja. Aber egal, ihr seht, wir sind hier in Weihnachtsstimmung. Genau, Outfit. Also der Papa schon mal auf jeden Fall. Die Mama mit dem Haarreif, die Isabella auch. Und die Lara ist immer im Weihnachtszimmer, der glitzert. Okay. Aber wollen wir mal ein Video? Ja, die will jetzt unbedingt naschen. Ja, dann. Also machen wir mal auf. Und was steht da, Isabella? Warte mal, Lara. Frohe Weihnachten wünscht das gesamte Team vom Vernascht die Welt. So sieht die Karte aus. Genau, und das ist dann das hier, was drinnen ist. Da gucken wir jetzt noch nicht rein. Aber wer beginnt? Ist ja die Frage. Ich beginne. Also soweit ich das mitbekommen habe, ist das vom ganzen Jahr verteilt die beliebtesten Teile, die in den Vernascht die Weltboxen drinnen waren. So habe ich jetzt verstanden. Tohatto. Karamell-Popcorn, würde ich sagen. Irgendwas... Erdnussflips. Japanisches. Yes, Japan. Soll ich öffnen? Ja, mach du mal auf. Wahrscheinlich ist da wieder nur so Asia-Zeug drin. Also tatsächlich sind die asiatischen Boxen nicht so unser. Oder? Aber ich würde mal... Wir haben einen europäischen Garten. So, wieder mal, mein Scheißdreck hat aufgehört zu filmen. Ich kann kotzen. Ich bin jetzt dann froh, wenn ich mein neues Handy benutzen kann. Ja. Ich kann es ja schon benutzen, aber naja. Ich möchte es nur nicht. Aha. Isabella, du darfst jetzt halt aussuchen. Yeah. Ja, klar. Das hier. Die liebt Oreos. Die liebt Oreos. Ach, ich? Ja. Da gibt es keine Schlitze. Nein. So. Lara. Hier. Lara, lass es. Na komm. Weihnachtsstimmung. Ja, genau. Schneid da in die Finger. Ich fahre heute nicht mehr ins Krankenhaus. Dann wird das nichts mit Geschenke auspacken. Isabella. Da. Jetzt. Ihr teilt es euch eins und wir teilen uns eins. So sieht's aus. Cookie and Cream. Dann. Waffel in Milchschokolade mit Keks und Creme. Riechen tut schon mal. Lass mich mal. Ihr macht 50-50, gell? Ja. Lass mich mal riechen. Was? Du bekommst dies. Boah, schmeckt das scheiße. Mm. Ne, bei aller Liebe. So sieht's denn anders. Ich weiß schon, warum ich Oreo kacke finde. So wie ich. Papa der Abfall immer. Das habt ihr ja keine. Papa darf jetzt auch aussuchen. Hm. Für mich schmeckt's okay. Ich hab Durst. Schauen wir mal. Also lecker ausgekocht, schon mal gut. Mm. Wahrscheinlich kosten die irgendwie, das schaut aus wie so Billigmarke von Lidl oder Aldi oder so. Limited Edition. Ja dann. Wenn sie nicht schmecken. Covered in White and Milk Chocolate. Wenn sie nicht schmecken, sind sie nicht mögen. Also überzogen mit weißer und dunkler Schokolade. Sind die Hunde drauf? Mhm. Ja? So sieht es schon innen aus. Nee. Mhm. Na, die sind nichts für euch. Nee, ich meine tatsächlich, das ist mir jetzt zu viel Schokolade. Na, ne? Ist auch nicht mein. Erinnert mich an was. Darf ich die essen? Ja. Mmh. Weil sie mir ganz schön geschmeckt hat. Jetzt sucht die Mama wieder aus. Mhm.
Gummibärchen. Yay! Die machen mich jetzt an. Sauer macht lustig. Haribo Sandia. Sauer macht lustig. Sie kommen. Boah, ohne Brille bin ich. Spanien. Ich muss sie probieren. Ist das Wasser? So eine Wassermelone, oder? Ja. Wassermelone. Es ist hier. Ja. Watermelone. Lara, bitte. Also reden tut schon mal schlecht. Ich finde es so gut, es ist wie mein Dampfer. Mm. Ja. Wo sind die? Passt schon. Ich glaube, das will keiner sehen. Oh. Ja, wer weiß. Aber die sind ganz so lecker. Aber sauer. Okay. Gar nicht. Jetzt schaffe ich was zu suchen. Ja. Alles cool. Was machst du auch? Ja, ich hol schnell die Hunde. Wir machen dabei weiter. Die schmeckt nicht. Jetzt schnell alles aufessen. Ja, aufessen! Oh mein Gott, es regnet draußen. Komm. Ja, ab Mittag soll es regnen. Ab Mittag. Ja, Fred macht heute beim Video mit. Schaut mal hin. Lassen. Das ist Fred. Okay. Super. Papa hat gleich wieder das Wichtigste runtergeschmissen. Ja. Ah, da kann man welche selber machen. Na super. Das hasse ich ja. Hock dich mal hin, Lara. Da hast du was zum Lesen. Hallo, Peppi. Pipi Bär, was siehst du? Wie geht das? Hörst du das? Wenn irgendjemand. Da sind Bilder drauf. Wenn irgendjemand diese Schrift lesen kann. Kannst du mal probieren. Würde ich mich freuen. Was machst du, ja, viel zum Basteln. Was war's? Bussi. Du bist ein Lausebub. Kann ich dir mein eigenes Eis mal machen? Nein. Das macht der Papa. Ihr baut's da nicht rum. Na, ja, okay. Dann kann ich. Ich glaube, gib mal nochmal das Ding nachher. Ja. Dass es zu ist. Mhm. Da, da, da. Und die Pöppels ist hinter uns. Ich hatte schon mal ein Schlüssel. Also die Gummibärchen sind... Ja, ich glaube, du musst das weiter unten machen. Hunde ärgern. Muss ich das weiter unten machen? Glaub nicht. Die fresse ich auch. Meine Ohren. Scheinbar muss man da irgendwie Wasser oder sonst was rein tun. Keine Ahnung, funktioniert das auf jeden Fall nicht. Gibt es die Förmchen mit diesen Keksteilen, die kommen dann rein und muss dann gefüllt werden. Hab ich dir. Was? Du brauchst da Wasser? Ich weiß nicht, ob da Wasser mehr kommt. Keine Ahnung. Zeig mal die Packung. Lass mal kurz sein. Normalerweise musst du nur aufdrehen. Hm. Und dann ins Gefrierfach, würde ich sagen. Spontan. Ja, jetzt kommt was. Wie Eiswürfel. Oh, es kommt was. War da nur eine Farbe drin? Nö. Nee, mehr. Kann ich auch uns machen? Nee, Lara. Lass das mal an Papa. Musst du kotzen, Fred? Kotz woanders. Ah, jetzt kommt's. Jetzt wurde schon älter. Gut, dass ich das nicht lesen kann, wann da das Verfallsdatum war. Ah, doch. Echt jetzt? Es ist bis zum 8.4.20 haltbar. Ja. Und hergestellt wurde es am 8.5.19. Warum? Kannst du dann Schatzi, hau dich mal hin. Und das muss man dann... Wahrscheinlich. Ja. Also dann kann man das jetzt nicht essen, sondern später. Lara, lass das jetzt einmal. Wir sind noch nicht fertig. Dann darf wieder eine Frage. Was ist denn mit dem Isabella, was magst du? Der ist schon weg. Was magst du von den zwei? Komm, such noch eins aus. Der Papa muss nur so gut. Ja, nimm die.
Maispizza. Genau, ganz kurz. Schauen wir mal, woher die kommt. Mini Reindeers. England, glaube ich. UK. Ja, Dublin, nee, Irland. Was? Also entweder wurden sie da hergestellt. Schauen wir mal, Schokoladenreindeere. Ich glaube, da können wir wieder teilen. Ich mag jetzt mit dem Papa teilen. Das ist krass. Darf ich Papa? Und die Mama kriegt einen Gang. Zimmelschick. Nee. Ja. Ja. Also, ah, das? Da passe ich ganz, ganz. Ja. Ja, sind noch ganz gut. Dann macht die Mama die mal auf. Da steht schon wieder Lactositos. Das hört sich irgendwie an wie Laktoseintoleranz. Darf ich mal lesen? Lactositos. Also das ist kein Cola, ne, Leute? Denn das Spezi. Das ist... Kinder. Ohne Koffein und so. Mir schmeckt das nicht. Lara? Kann man auch zum Trinken nehmen. Für Resin-Bastler ist das was. Resin, Leute. Ich sag's euch. Eine Mold. Also Karamell. Ja. Das nehmen wir heute alles Weihnachten mit und dann können... meine Cousins, das Essen. Warte. Oder? Schmecken dir die? Boah, du bist der... Oh, der Fried hat schon wieder einfallen lassen. Also, was war das Beste, Lara, für dich? Das weiß ich nicht. Setz dich mal hin. Das weiß ich nicht. Aber das schmeckt gut. Was war dein Bestes? Die Oreos, oder? Kit Kat Oreo. Nee, die setze ich heute aus. Die schmecken nicht. Die da, klar. Beim Papa auch, gell? Mhm. Also bei mir ganz klar. Die da. Sehr lecker. Mama, schau mal auf der Rückseite. Mhm. Was macht der? Und leider muss ich gestehen, die Malteser sind auch sehr lecker. Also mir haben alle geschmeckt. Außer Oreo. Ja. Nicht kombinierbar mit Diät. Nee. Aber es sind Feiertage. Das setzen wir mal aus. Also, wir wünschen euch schöne Weihnachten. Besinnliche Feiertage, ja. Oder? Und bitte nicht vergessen, die Daumen nach oben zu drücken. Ja, Daumen nach oben. Mhm. Ganz wichtig. Ja. Nee, also mal im Ernst. Wir wünschen euch wirklich schöne Weihnachten. Ja. Genießt die Feiertage. Habt keinen Stress. Und lasst euch am... Punkt, Punkt, Punkt. Und noch schöne Geschenke euch allen. Ja, Geschenke sind ganz wichtig, Geschenke. Und oder? Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ja, genau. Und guten Rutsch auch noch. Ja. 2020 kann nur besser werden, hoffentlich. Ja. Hoffentlich ist dann der Papa da. Ich kann endlich herziehen, dass man wieder zusammen sind. Leider gibt es keine weiße Weihnachten. Nee, bei uns in Bayern komischerweise nicht. Jetzt rutscht er mal ein bisschen zu mir, dann sieht man die Peppi auch noch. Peppi? Die sagt auch noch frohe Weihnachten. Und der Fred? Der schaut nur blöd. Komm mal her, Papa. Komm hier, Liebe. Nee, der schaut nur halt, blöd. Warte. Also. Wir können ihn hören. Adios, amigos. Adios. Und so. Bis die Tage. Ich komm nicht hin. Tschüss.